jetzt haben wir die guten alten Sit-Ups mit den Beinen fixiert. Für jemanden, der natürlich fortgeschritten ist, auch für Profi war er nicht gut, für einen Anfänger nicht unbedingt geeignet. Warum? Weil sie in der Regel Probleme machen in der Lendenwirbelsäule, weil sie in der Lendenwirbelsäule nicht abgesichert werden kann bei vielen, weil da die ausgereifte Muskulatur nicht vorhanden ist. Stabilisatoren sind nicht da. Deswegen tut man sich als Anfänger nicht unbedingt gefallen, die hier zu machen. In der Regel, am Anfang geht das alles noch recht gut. Wobei Anfänger am Anfang schon Schwierigkeiten haben. Aber nach einer gewissen Zeit, sag mal, da kippt das Becken. Jetzt gehe ich im Hohlkreuz runter. Jetzt habe ich hier eine Beckenkippung nach vorne. Und das ist ein extremer Druck auf die Lendenwirbelsäule. Und das sollte man vermeiden. Und zwar, wenn ihr mal genau hinguckt, jetzt machst du mal schneller. Jetzt im Runtergehen fällt man in der Regel unten bei Erschöpfung ins Hohlkreuz. Nochmal. Genau. Dazu muss man dazu sagen, das ist keine reine Bauchmuskelübung, sondern da ist der Hüftbeuger noch mit dabei. Nämlich ohne Hüftbeuger können wir die Übung gar nicht machen, weil der Bauchmuskel hat keine Verbindung zum Oberschenkel, somit zieht er uns nicht nach oben. Bleib mal unten liegen. Jetzt machen wir nur die Einrollbewegung für den Bauch. So, das ist das, was der Bauch macht. Mehr kann der Bauch nicht. Nochmal. Mehr kann der Bauch nicht. Und jetzt nochmal nach oben. Das hebt bis zum gewissen Punkt, arbeitet der Bauch und dann übernimmt der Hüftbeuger. Genau. Und deswegen ist das keine reine Bauchmuskelübung. Das heißt nicht, dass es eine schlechte Übung ist. Aber für einen Anfänger ist die definitiv nicht geeignet.